Anschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund sind die Täter und ihre Hintergründe noch immer unbekannt. Auf der Spurensuche sind die Fahnder nun an den Tatort zurückgekehrt. Bundeskriminalamt und Polizei haben den genauen Tatablauf noch einmal rekonstruiert. Im Gras liegen noch Glassplitter. Einsatzkräfte suchen den Tatort mit einem speziellen Sauggerät ab. Spurensicherung. Im Gebüsch klafften riesige Löcher. Die Ermittler wissen... Da war eben die 9. Bereits, dass die Sprengsätze aus dem Bereich der Ecke gezündet worden sind und dass sie dort explodiert worden sind und die Auswirkungen sich auf den Bus und darüber hinaus auch bis zu einem nahegelegenen Wohnhaus ergeben haben. Die Fensterscheiben des Hauses sind von den Metallsplittern der Bomben geborsten. Offenbar auch, weil die Täter spät zündeten. So. Und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Handy sollen sie die Explosion ausgelöst haben. Aus Polizeikreisen heißt es, während die Sprengsätze nur eine Sekunde früher detoniert, hätten die Splitter mit voller Wucht den Bus getroffen und größeren Schaden angerichtet. BVB-Spieler Marc Bartra war als einziger schwer am Arm verletzt worden. Auch ein Motorradpolizist, der ein Knalltrauma erlitt, hätte bei einer minimal früheren Zündung offenbar sterben können. Um eben solche Details geht es den Ermittlern. Auf die Minute eine Woche nach dem Anschlag wollen sie deswegen den Vorfall nachstellen. Eine Minute. Leider nicht mit dem Originalbus, weil dort gab es ganz kurzfristig einen technischen Defekt, sodass ein Ersatzbus an den Ort hier herangeschafft werden musste. Als der da ist, laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Aus der Luft macht ein Hubschrauber Aufnahmen. Was genau passiert, verraten die Ermittler nicht. Aus taktischen Gründen. Denn wer die Tat begangen hat, ist nach mehreren Bekennerschreiben noch offen. Nur eines ist klar. Die Täter agierten professionell. Das zeige die Bauart der Bomben. Die Rekonstruktion und Spurensicherung soll nun bestenfalls zeigen, wer sie baute. Tja, ihr wisst, was ihr zu tun habt.